Oder. Ja, herzlich willkommen hier zu der Forest. Ja, wir haben es mitten in der Nacht. Ich habe so eine Angst hier. Ich weiß gar nicht, wo die überall stecken. Aber ich höre sie überall. Fuck. Das war gar nicht gut. Das wollte ich jetzt gar nicht. Lol. So, ja, ich weiß jetzt nicht, wo die hocken hier. Und wollen wir einfach mal unsere Hütte hier oben weiter bauen, weil. Ja. Nein. Licht aus. Licht aus. Nein, lass aus. Ja, wie gesagt hier, wir werden hier von allen Seiten beobachtet. Das möchte ich bloß mal gesagt haben. Ich renne jetzt mal zu meiner Hütte. Ich muss ja mal schlafen oder so. Wie war schlafen? So. Ich hoffe zumindest, dass jetzt der nächste Tag ist. Alter Fickbär. Was war denn das jetzt? Oh, stimmt, ich hab mir gerade voll in die Hosen gekackt, ey. Ah, hier hinten dürfen sie. Seht ihr sie? Überall knattert's hier und. Hoffentlich kommt die jetzt nicht zu uns. Ich versteck mich jetzt mal hinter dem Busch hier. Ja, hier hinten seht ihr sie laufen. Wenn ihr mal zu den Lichtkegel guckt. Also nicht zu meinem Feuer, sondern hier hinten lang. Da seht ihr, die Karawane zieht weiter. Ja, der Kannibale hat Durst. Und ich habe Angst. Verdammter Mist. Nein! Sind das hier Rufe oder was sollen das sein? Ich weiß es nicht. Sagt mir es doch einfach mal. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich traue mich jetzt gar nicht hier weiterzugehen, weil ich möchte dieses Feuer anmachen, aber ich habe Bedenken, dass die dann hierher kommen, weil die dem Feuer, das Feuer sehen. Wir wurden gesehen. Nein! Nein! Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich hab Feuer. Das ist heiß und tut weh. Auf nackter Haut. Ich finde bestimmt noch irgendwo ein bisschen Kerosin. Also das ist kein Problem. Nein, da sind sie. Aber ich brauche trotzdem das Vieh hier. Na. Ja, wenn man mal wieder was erlegen will. Ein eifertes Gefecht. Was willst du? Du kriegst hier nichts zu essen. Hau ab! Ja, komm mal her. Ich habe jetzt großes Feuer. Wir werden gerade belagert. Ich glaube, die haben meine Suppe gerochen. Alter, jetzt sind wir hier voll belagert von irgendwelchen Idiotenviechern. Ich wollte eigentlich meine Hütte weiter bauen. Ich glaube, ich muss hier irgendwann mal richtige Fallen bauen, dass die hier reinrennen. Na? Nein! Nein, junge Frau. Wir sind hier aber nicht auf dem Topfmarkt. So, was soll man jetzt machen, verdammter Scheißdreck hier? Na! Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben! Ich hau euch auf die Fresse! Na! Fängt so noch an zu regnen? Ja, wunderbar! Also ich weiß nicht, ob wir das überleben jetzt.
Ich verschwinde jetzt einfach mal. Ich verstecke mich einfach hier hinter dem Busch. Mein Gott, sieht das geil aus. Endlich mal was Positives hier in dieser Aggressionswelt. Und wie lange hält eigentlich das Feuer hier? Hält das ewig? Warum ist mir gerade so kalt? Sie hauen einfach mich ab. Ich muss ja meine Hütte weiter bauen. Und nicht mit euch hier rumstreiten. Ich will euch nicht Böses. Ich will euch nicht Böses. Mein Gott, habt ihr nicht irgendwo mal was zu tun? Ein paar Steine abkloppen oder was weiß ich? Fische fangen? Schweine häuten? Was macht denn ihr den ganzen Tag so? Sagt mir das doch mal. Hey, komm, sag mir das doch mal. Komm, komm her, komm. Komm, ich will kommen. Ich suche das Gespräch. Das können wir alles regeln. Ist doch kein Problem. Ich bin doch da nicht so. Die nehmen mir das wahrscheinlich noch übel von der ersten Folge, wo ich ihre Familie gehäutet, geschlachtet und gegessen habe. Ja, langsam geht's mir das auch wirklich in der Substanz hier, weil ich halte das nicht mehr lange durch. Mir ist kalt, ich habe Hunger, ich will einfach bloß schlafen, schlafen, schlafen. So, habt ihr es gesehen? Die gibt's heute Abend zum Nachtisch. Ich muss jetzt aber mal kurz hier abhauen, ich muss was essen. Erstmal alles reinhauen hier, was geht. Dass wir wieder gesund und munter uns an die Front stürzen können. Weil die Kälte tut uns nämlich auch nicht gut hier. Man kann die irgendwie nicht zerteilen. Das geht wohl nicht mehr. Okay. Ist jetzt noch jemand da? Oh Gott, 8 Minuten schon rum und ich habe ja noch nichts geschafft, außer irgendwelche Weiber zu schlachten. Aber es wird schon Tag. Um Gottes Willen, es wird schon Tag. Das klingt wie so eine Abrissbirne. Ich will es auch nicht. Ist das normal? Damit kannst du ja Tote wieder aufwecken. Ja, komm, fall um. Baum fällt. So, wie viel haben wir denn noch? Ist hier noch ein ganz schönes Stück, ne? So, nehmen wir mal noch den Ast hier mit. Sieht schön geil aus, oder? Wie der Wind hier pfeift. Wie die Sonne hier durchscheint. Und ich fühle mich schon übelst beobachtet hier. Das ist zum Kotzen. So. Wir brauchen noch zu viel. Aber zumindest hätten wir dann mal Ruhe nachts. Ja, ich fühle mich nicht gesund, tut mir leid, ich muss jetzt irgendwie erstmal was essen.
Legen wir erstmal den Hasen hier auf den Grill. Halt! Das wollte ich da jetzt nicht speichern, aber es war gar nicht so schlecht. Ja, komm, komm. Ja, wie gesagt, also das ist schon der dritte Teil hier. Ich hoffe, es gefällt euch. Hier bei The Forest in diesem komischen Wald. Da lebt schon wieder einer rum. Zwei. Und ja, wir essen jetzt mal. Ja, da lassen wir uns jetzt mal nicht stören von denen. Wir brauchen noch ein Holz. Ach nee, oder? Nee, ein Seil. Aha. Wie kriegt man das Seil her? Schlagen wir den Baum um. Machen wir hier den Vogel kaputt. Lol. Ist mir Wurst, was hier passiert. Lalalala. Ah. Komm her, du elendes Mistvieh. Jetzt werden mal eier andere Sachen geredet. Ich möchte hier meine Hütte bauen und hier friedlich leben. Ja, 11 Holz brauchen wir noch. Und ein Seil. Wie man hier ein Seil herbekommt, weiß ich noch nicht. Den Sticky nehmen wir nochmal mit. Und ja. Wo denn? Wo denn? Wo? Sag's mir doch. Wo bist du denn? Wo bist du? Na, wo bist du denn? Sag mir's doch, du. Versteck dich nicht. Finde ich eh. Guck mal ein. War vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Oh, die sind ja mehr geworden, kann das sein? Der ist ja schwarz. Ja, wir bleiben beim Wasser. Hoffentlich kein. Oh, hier können wir fischen. Na, 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 na. Ich weiß, du hättest mal eher die Dusche mal nötig gehabt oder das Wasser. Aber trotzdem. Nein! Hau doch ab, Mensch! Ich kann mich jetzt nicht wehren, ich bin gleich tot. Lach dich so blöd. Ach Gott. Ja, herzlich willkommen zurück hier in der Höhle. Ich muss ja mal kurz den Ton weiter runterdrehen. Weil sonst versteht ihr mich hier nicht mehr. Ja, also wie gesagt, also ich bin sehr, sehr überzeugt hier, dass die nur Gutes wollen. Und ja, vielleicht sollten wir auch gleich mal hier in der Höhle gucken, was wir so Schönes finden, mitnehmen. Vielleicht finden wir hier noch so extra Zeug, was wir gut gebrauchen könnten. Ein paar Seile. Ah, ich glaube, die hängen doch hier rum, ja. Aber ich will. Komme ich da raus? Kommt mir gerade vor wie Indiana Jones hier, ey. Oh, guck mal an, du. Na sauber. Jetzt sind wir in der Höhle des Löwen. Ich will das Seil mitnehmen. Hallo.
Jemand zu Hause? Also ist kein Nickel. Oh, ein Seil. Oh. Er hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Warum bin ich denn schon wieder so schwach? Verdammter Mist. Ja, auf jeden Fall ist es hier ein bisschen schwerer geworden als das letzte. Dümmer. Was hat denn der in der Küche? Ein Golfball? Ein Tennisschläger? So, gut. Was hängt hier noch? Lecker essen. Ja, wenn ich mal nicht zapp, weiß ich ja ungefähr, wo es was gibt. Oh, was rennt denn hier rum? Was rennt denn hier rum? Was ist denn das? Sachen. Sachen sind immer gut. Wenn es uns mal wirklich zu kalt wird. Ich muss ja was essen, keine Ahnung. Ich bin hier voll geschwächt. Ah, Steine, Sachen. Ein Walkie-Talkie. Was braucht man eigentlich ein Walkie-Talkie? Eine Taschenlampe. Aber großteils nicht, was wir jetzt gleich essen können. Das ist blöd. Gehen wir jetzt mal wieder auf große Sammeltour hier, oder wie? Ach, das sind wohl kleine Nachbarn. Okay. Mal sehen, was die so Schönes haben. Wenn wir hier eh mal sind. Ach, die können sich wohl auch nicht leiden, oder wie? Weil die hier auseinander leben. Ah, was zu essen. Sind das die Schwarzen? Ich habe jetzt bis einen Versuch, liebe Freunde. Ich habe nur einen Versuch. Wenn das scheitert, bin ich tot. Aber ich muss es machen. Eins, zwei... Hättest du gedacht. Aua! Aua! Die sind giftig und wir leben noch. Also laufen wir weiter. So, jetzt. Nicht mehr so viel. Oh Gott. Ja, wir sind ziemlich kaputt. Wir müssten theoretisch mal wieder zu unserem Haus gehen. Oder zu unserer Lagerstätte. Weil wir können uns definitiv auch nicht mehr wehren, wenn die jetzt kommen. Dann sind wir platt. Vinito. Bombayage. Ja, das Gute in diesen... In dieser Alpha-Version, man weiß schon ungefähr, wo man gebaut hat, bei diesem Werkzeughammer hier, kann man sich orientieren, wo unser Lager ist. Die können wir noch mitnehmen. Das können wir bestimmt gut gebrauchen, um uns irgendwann mal Medizin zu machen oder so. Was ist das hier? Eine Falle. Das ist ein Höhleneingang? Nee. Ach Gott, wenn wir hier alles erkunden wollen. Dafür brauchen wir Stunden, Tage, Jahre. Ich bräuchte eigentlich mal was zu essen. Komm, hab ich mich jetzt selbst geschlagen? Hallo? Hoffentlich fallen wir nicht in irgendeine Falle hier von denen. Das würde mir jetzt noch unbedingt fehlen. Aber eins ist hier 1A, also die Grafik hier ist wunderschön. Bin ja mal echt gespannt, wie das Spiel mal wird. Ah.
das ist voll idyllisch, wenn man sich die Idioten da wegdenkt. Mann, haben die hier viel Lager. Also definitiv haben die sich vermehrt. Oh, hier unten sind noch ein paar Koffer. Okay. Sehen, was wir da noch so Schönes drin haben. Lecker Fleisch. Oh. Bleib hier, komm. Komm her. Ich habe auch keine richtige Kondition mehr. Irgendwie ist die Flöte gegangen. So. Nein! 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 Wir springen ins Wasser. Ich habe keinen Bock hier getötet zu werden. Das sieht aber geil aus, ey. Rrr. Das sieht so nice aus. Alter Schwede. Ich das doch mal an hier. Nein! Du kannst nicht schwimmen. Du kannst nicht schwimmen. Du kannst definitiv nicht schwimmen. Ah! Ein Walkie-Talkie, guckt euch das nochmal an hier. Jetzt finde ich das. Hilfe, SOS. DLP-TV zu Basti. Hilfe, ich sitze hier irgendwo im Wald. Hier sind nur solche komischen Menschen, die mich fressen wollen. Ach, den ist okay, Verlass. So, meine lieben Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich schwimme jetzt hier noch eine Runde und suche uns mal einen schönen Fisch. Und ja, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo oder einen schönen Kommi da. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Danny. Make the streams louder.